Und damit willkommen zurück bei Rise of the Tomb Raider. Wir sind auf dem Weg zu Jonah, beziehungsweise zu Anna. Okay, ich glaube, wir müssen hier tauchen. Okay, interessant. Wie kann ich eigentlich noch weiter runter? Könnte da in der Mitte raus, aber ich habe das Gefühl, dass das vielleicht nicht die beste Idee ist, die wir da haben werden. Beziehungsweise werden wir da bestimmt genau in der Mitte von denen auftauchen. Raus, Lara, bist du nicht raus? Wie viele sind's? Scheinbar sind es nur zwei. Ja, es sind nur zwei. Okay, was ist denn cooles? Eine Wetterstation. Ich würde mich auch gerne mal hier in den Zelten umschauen, weil die echt interessant aussehen. Den hier hätte ich bestimmt auch mit dem lautlosen Kill aus dem Wasser rausmachen können. Man kann ja nicht einfach alles haben. Hier hinten war noch eine Kiste, die habe ich gesehen. So, die nehme ich natürlich mit. Clip auf Flinte, 2 von 4. Dauert noch ein Stück, bis wir die voll haben. So, ich glaube, hier geht's weiter. Wo geht's weiter? Ah. Natürlich. Danke dafür. Ach, Warst du mit Konstantin unten in Syrien? Ja, war ein ganz schönes Chaos. Croft? Konstantin hatte nicht erwartet, sie dort anzutreffen. Sie hat das ganze Grab über uns einstürzen lassen. Die macht ihn ganz schön zu. Ich könnte jetzt nur von hier kommen. Will noch jemand? Ja, easy. Gebt mir eure Schreibchen. Gebt mir eure Schreibchen. Ha, ich denke, das sind, oh, das sind nur zwei. Die kriege ich locker hin. Und dann ungefähr so 20 oder 30 Leute. Schlau war das natürlich nicht. Gebe ich auch offen und ehrlich zu. Aber man muss ja nicht immer schlau handeln. Man kann ja auch einfach mal wie Hans Dampf in allen Gassen einfach mal reinbrechen. So, Rambo-Style. Denn nicht umsonst reimt sich Lara auf Rambo. Kann ich den hier? Ich kann den nicht mitnehmen. Das ist so eine. Ach, das ist so schade. Habe ich jetzt so ein Ding wieder mitgenommen? Ja, habe ich. So. Auf nach oben. So. Wo geht's hier lang? Sieht mir aus wie so eine kleine Battle Stage. Ist hier dann, wo irgendwas kommt oder so? Könnte ich mir zumindest vorstellen. Ja, also die Schrotflinte ist schon was Schickes, muss ich schon mal sagen. Was haben wir hier? Höchst interessant. Das ist wirklich höchst interessant. Ein Anhänger. Nein, eine moderne Reliquie. Im Innern ist ein kleiner menschlicher Knochen. Ja.
St. Peregrinus, Schutzpatron der Todkranken. Aber warum ein Knochen da drin? Schutzpatron der Todkranken. Wir kennen eine Person, die todkrank ist. Anna nämlich. Wir stehen jetzt am Scheitelpunkt einer neuen Welt. Die göttliche Quelle wurde gefunden. Croft lebt zwar noch, konnte aber neutralisiert werden. Nur Anna wird mit jeder Stunde schwächer. Ihre Stimme, die mich mein Leben lang begleitet hat, versagt langsam. Ich habe sie gefragt, ob sie sich an die Nacht erinnert, in der Gott Sinn in meine Hände ritzte. Die Nacht meiner Auserwählung. Sie sagte ja. Und sie lächelte und sagte, dass wir wieder solche Nächte haben würden, wenn diese Qual vorbei ist. Für sie bleibe ich stark. In der alten Stadt werden wir die göttliche Quelle finden. Ich werde meine Schwester retten. Und zusammen retten wir die Welt vor sich selbst. Konstantin sorgt sich so sehr um seine Schwester. Er würde wirklich alles tun, um sie zu retten. Ist es das aber wirklich alles wert? Ist das... Ist das Menschenleben wert? Menschen zu opfern, nur um ein Leben zu retten? Na, ich weiß ja nicht so, ne? Lieber Konstantin, das ist sehr verwerflich, was du da tust. Kann ich eigentlich hier rein? Ich glaube, ja. Ich guck nochmal hier. Wenn da was versteckt ist. Nein. Ach, komm schon. Soll irgendwas versteckt sein? Nö. Danke. Okay. Gehen wir halt hier lang. So, weiter geht's. Oh, bin da, wer noch? Ein Wandgemälde. Was hat denn hier gerade so geflackert? Ah, sehr schöne Geräusche sind es auf jeden Fall. Okay, noch eine Aufzeichnung. Ich sterbe nicht in diesem gottverlassenen Tal. Mein Glaube ist stark. Mein Wille ist stark. Auch wenn mein Geist weiter wandert. In unsere Jugend. Konstantins und meine. Er war ein schwieriges Kind. Immer neugierig, immer fragend. Ängstlich, was die Zukunft bringen würde. Ängstlich, nie seinen Lebenszweck zu finden. In der Nacht, als ich ihm die Zeichen einritzte und in sein Ohr flüsterte, habe ich ihn erschaffen, ihn gerettet. Er hielt es für das Werk Gottes, wie ich gehofft hatte. Jetzt muss er mich retten. Und wenn er das nicht schafft, rette ich mich selbst. Wow. Also Anna, das ist schon ein ganz schöner Arschloch-Move, den du da machst. Du ritzt deinen Bruder in seine Hände Sinn ein, nur um ihn dazu zu zwingen, zu denken, er wurde von Gott auserwählt, um dich zu retten. Das ist ganz schön egoistisch, aber bei dieser Familie hinterfrage ich einfach gar nichts mehr. Die sind einfach geisteskrank, alle beide, Anna und Konstantin. Die nehmen sich einfach nichts. Die haben beide einen ganz schönen Lattenschuss. Diesmal war ich nah dran. Ich dachte, wenn ich dich finde, weiß ich vielleicht irgendwas, das uns hilft. Das habe ich herausgefunden. Hier läuft eine Operation. Etwas Großes. Hunderte von grimmigen Soldaten. Keine Abzeichen. Kein Nichts. Alle in dieser alten russischen Anlage. Scheint eins dieser furchtbaren Gulag-Gefängnisse gewesen zu sein. Ich bin hier, weil ich dachte, du brauchst mich. Lara, Gott, wie blöd bin ich denn? Nicht mehr lange. Und ich bin der, der Hilfe braucht. Yep. Ich hoffe inständig, dass du lebst und dass du hören kannst. Ich bleibe außer Sicht, solange ich kann, aber es wird verdammt kalt hier draußen. Ich muss bald irgendeinen Unterschlupf finden.
Oh, Jonah. Was machst du denn? Warte mal, ich könnte jetzt zwar hier gleich rein, aber ich würde mal ganz kurz außen rum gehen. Und außen noch irgendwas vergessen habe. Dann hier zum Beispiel. Eine Patronenhülse, die aber irgendwie seltsam wirkt. Sie wurde auf Hochglanz poliert. Das sieht doch hübsch aus. Würde ich mir eine Kette hängen. Da stand eine Inschrift drauf. Hier steht doch was. Da, da war. Das ist doch das Wichtige, oder? Na, nur aus diesem Winkel. Das ist eine lateinische Inschrift. Tötet sie alle. Gott wird die Seinen erkennen. Ja. Ich sag in diesem Spiel nichts mehr zu Fanatismus. Ich glaube, das habe ich schon ein, zwei Mal gemacht. Hoppala. Ja gut, ich glaube, das ist ja egal, ob ich noch was weiteres kaputt mache. Ist schon alles im Arsch. So. Freunde der Nacht, hier bin ich. Überhaupt nicht. Achso. Oh oh. Oh nein, Jonah. Wenn Sie hier predigen wollen. Jonah. Fuck, er ist da unten drin. Okay, betreten Sie den Gefängnisblock. Wie komme ich da jetzt schnell hin? Ich muss Jonah retten, ich muss Jonah retten. Negativ, wir fangen mit der nächsten Phase der Operation fort. Bereitet euch auf den Abzug. Sie sind hier! Fertig! Toll. Sie wissen natürlich schon Bescheid. Supi. Supi-dupi. Aber was soll ich denn machen? Ich muss mich hier beeilen. Und es geht um Jonah. Na hoppala. Bin kurz ausgerutscht. Zweiter Versuch. Sorgt dafür, dass die Gefangenen zusammengetrieben werden und exekutiert sie. Wir werden sie nicht mitnehmen. Ach, werdet ihr das? Da unten habe ich zwar gerade noch welche gesehen, aber die sind jetzt leider despawned, also muss ich erstmal hier lang. Ich hoffe, ich komme rechtzeitig. Hat natürlich keiner gehört. Sie sind ihr gegenüber wirklich loyal. Ich bewundere sie. Jonah. Wirklich. Aber auch meine Geduld hat ein Ende. Sagen Sie mir, was Sie wissen. Jetzt! Ach, Lara, das war echt doof. Bitte nicht. Tu es, John. Ich habe nur getan, nein, was ich für richtig hielt. Jonah. Ja! Räumt die Zellenblöcke. Tötet sie alle.
Ich hätte ihn töten sollen. Nein, Jonah. Du musst aber leben. Unbewaffnet, ich konnte es nicht. Das musst du auch nicht. Es tut mir so leid, dass ich dich hier reingezogen habe. Ich dachte, ich könnte mithalten. Sie kommen. Wir sind umstellt. Diesmal passe ich auf dich auf. Er stirbt. Wir haben nicht viel Zeit. Nein! Er wird nicht sterben. Verriegelt die Tür. Was? Alle Einheiten kommen! Wir müssen uns um sie kümmern. Ja, nee, ich muss jetzt erstmal mich hier ans Lagerfeuer setzen. Ich weiß, dass du jetzt gern Archäologie-Zeitschriften liest, aber ich bitte dich, wenn du darin etwas eher Unerfreuliches über mich siehst, es zu ignorieren. Es gibt Leute, die meine Arbeit hier einfach nicht verstehen. Vielleicht macht sie ihnen sogar Angst. Aber Angst und Dummheit kümmern mich nicht. Und so solltest du es auch halten. Ich werde dir bald alles erklären, mein Mädchen. Die Leute, die Angst hatten, war das Trinity. Du hast es mir nie erzählt. Vermutlich spielt es auch keine Rolle. Sie haben den Weg zu mir gefunden. Jetzt muss ich mich mit ihnen auseinandersetzen. So, wir haben einen Fähigkeitenpunkt. Ja, komm, tödliche Präzision, einfach Rinder. So. Waffen. Ich höre das, die Alarmglocken im Hintergrund. Sehr schönes Geräusch übrigens. Kann ich meinen Bogen, meine Schrotflinte... Mehr Schaden? Schussfrequenz, eine höhere Schussfrequenz. Nachladegeschwindigkeit. Hier können wir nichts machen. Das heißt, ich baller einfach eine höhere Schussfrequenz rein. Zack. Ich würde sagen, es geht los, ha? Aber das Ziel nicht im Blick. Erwarte Befehle. Position halten und bereit machen. Sie ist gefährlich. Ich? Gefährlich? Nee. Ich bin doch nicht gefährlich. Ich bin ein Mädchen. Ich bin ein kleines, süßes Mädchen. Ich würde aber sagen, den Kampf liefern wir uns an der... Ach komm, nee, komm, mach mal noch mit. Was soll da jetzt rein da? Zentrale, wir sind in Position und haben Sicht auf das Ziel. Verdammt. Ey, das ist unfair. Von oben oder von wo kommt der jetzt? Toll, ihr habt jetzt hier die Sachen kaputt gemacht. Denkt ihr eigentlich auch mal an die Leute, die sich hier Mühe gegeben haben, die Sachen zu bauen? Überhaupt nicht überprüfen. Au, oi, fuck. Leute. Haben Sichtkontakt zum Ziel. Ich wiederhole, haben Sichtkontakt zum Ziel. Lever, geh doch mal weg. Signatur bestätigt. Klar zum Angriff. Jo. Fackelt sie ab. Hier hinten irgendwie hoch. Nee, hier hinten gehe ich hoch. Wir schaffen das, Freunde, wir schaffen das.
Zum Glück können wir endlos tauchen. Hoffe ich, denke ich. Bist du schon ganz froh, wenn ich hier rausgehe? Das war jetzt nicht so klug. Und das heißt, es abwarten, lass es zu dir kommen. Habe ich gemacht, hat nicht funktioniert. Definitiv hat das nicht funktioniert. Guck mal, da ist einer. So, einen haben wir schon mal. Wo machen wir jetzt hin? Wir gehen mal hier hinten in die Ecke. Ja, wie wär's, wenn du mal wegschwimmst? Ei, blub, blub, blub. Auch ich hab eingeschaltet. Na, ja, immerhin. Ei. Was ist passiert? Verschwunden. Wahrscheinlich das Wasser. Cool. Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge noch einmal. Bis dahin. Ich muss vorsichtig vorgehen.